In diesem Video stelle ich euch das Storybook Store Shop Restaurant vor. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum nächsten Shop, den ich euch gerne vorstellen möchte, und zwar den Storybook Store. Ich weiß nicht, wie der, die, das, was auch immer. Es heißt auf Englisch The Storybook Store. Ist direkt hier zu Beginn beim Town Square. Und es ist immer unterschiedlich. Manchmal dürfen da nur Jahreskarteninhaber rein in den Shop. Dann gibt es da besondere Aktionen. Auch Rabatte. Ende letzten Jahres konnte man dann da rein als Jahreskarteninhaber und hat 40% auf einige Sachen bekommen. Manchmal gibt es spezifische Kollektionen, die nur für Jahreskarteninhaber sind. Oder Pre-Sales, die dann auch dann als Jahreskarteninhaber da rein darf. Aber aktuell ist für alle geöffnet und ja, wir schauen mal rein. Was ja sehr ikonisch ist in dem Store, ist dieser alte Tigger. Dieser Animatronic, der sich hier dreht. Und ja, wie gesagt, ich glaube, den gibt es sogar schon seit 1992. Genau weiß ich jetzt nicht, aber er sieht auf jeden Fall schon ein bisschen mitgenommen aus, der arme Tigger. Und ja, ihr müsst auch gleich mal hochgucken. Hier ist jetzt ein bisschen doof, zeige ich euch gleich. Der Store ist echt wunderschön mit ganz vielen kleinen Details. Was es hier vor allem viel gibt, sind Bücher. Verschiedene Bücher, halt leider auf Französisch, die meisten. Weil es natürlich, wir sind ja hier in Frankreich. Aber hier könnt ihr auch Ausmalbücher, zum Beispiel jetzt hier alles im Wunderland. Oder? Ja, das sind so Ausmalen, Malen nach Zahlen. Und sorry, hier ist ein bisschen eng, dieser Shop. Spider-Man ist da unten, Avengers, hier habt ihr ein Kochbuch von Remy und verschiedene auch Ausballons, könnt ihr auch kaufen, auch normalerweise hängen die auch draußen. Dann gibt es hier aktuell die Decades-Kollektion immer, die zum Disney 100 gab es hier immer mit den Plüschis und den Ohren und auch die Loungeflies, gab es hier immer exklusiv zu kaufen. Gibt auch noch ein paar Sachen von der Kollektion. Dann gab es hier auch die Teile vom, wo das Disney-Schloss renoviert wurde. Da gab es ja diese Plane. Und die Plane wurde ja recycelt und das ist jetzt der Rest. Damit wurde mal das Disney-Schloss sagen, umhüllt, als es renoviert wurde. Ist noch relativ teuer. Also hier so eine Tasche kostet 100 Euro. Ja, geht jetzt halt nicht mehr weg, die letzten Teile. Dann gibt es hier noch mehr Bücher. Das hier ist zum Beispiel, das gab es jetzt zum 30. Geburtstag. Das ist auf Englisch und Französisch. One Day at Disney, das ist glaube ich ausschließlich auf Englisch. Disney Star Wars, das ist auch Französisch. Dann gibt es natürlich hier die Attraktionsbücher auch, die sind auch auf Französisch und Englisch. Und dann gibt es hier auch Bilder und Postkarten zu kaufen. Hier haben wir noch diese Map. Die suchen auch mal viele, dieses Poster, 1992 Poster, gibt es hier auch zum Beispiel zu kaufen. Kostet 9 Euro, sieht so aus. Achso, dann solltet ihr auf jeden Fall mal hochgucken. Seht ihr da Mini? Einmal da in der Ecke, wir gehen auch nochmal gleich zur anderen Seite. Mini und Goofy da sitzen. So in der alten Bibliothek aktuell diese komischen Astronautenfiguren. Die Kollektion verstehe ich sowieso nicht. Dann gibt es ja noch mehr Poster, auch die Attraktionsposter. Letztens gab es hier noch die Peter Pan-Kollektion, das haben sie jetzt wieder verräumt. Jetzt gibt es hier wieder Attraktionsmerch. Also es lohnt sich immer mal hier reinzuschauen. Hier gibt es auch oft das aktuelle Merchandise im Storybook Store. Ich sage jetzt aktuell das Attraktionsmerch. Hier gibt es auch noch die Eras-Kollektion, die Eras-Figuren. Das Schachspiel, das gab es ja auch mal eine Zeit lang. Und wofür der Store auch bekannt ist, ist Pins. Also wenn ihr Pins sucht, vor allem neue Pins, findet ihr die auch hier im Storybook Store. Hier habt ihr noch Pride-Pins, hier so eine kleine Pin-Trading-Tasche. Die gab es ja auch mal nicht. 25 Euro. Ja, hier seht ihr mal die Pin-Preise. Kommt immer auf die Farbe drauf an, die hinten auf den Pins drauf ist. Hier zum Beispiel Orange. Ja, je größer der Pin, desto teurer ist er natürlich. Pink ist jetzt am teuersten. Und er gibt natürlich echt schöne Pins.
im Storybook Store. Alice im Wunderland, da unten haben wir noch die Villains und Toy Story Pixar, World of Pixar haben wir da. Noch ein paar Dumbo-Pins, hier haben wir auch Lanyards von den verschiedenen Charakteren. Könnt ihr hier bekommen. Kosten so zwischen 10 und 13 Euro. Es kommt auch an, ob ihr unten so eine Tasche habt. Oder die mit Tasche sogar 16. Ne, 13. Walt Disney Studios ist eigentlich auch ganz cool. Ja, der kostet solche 16. Warum auch immer. Ja. Dann hier aktuell die 2024 Pins. Noch ein neues Lanyard. Kommt ihr hier. Pins zeige ich euch gleich. Da steht gerade jemand. Dann gibt es hier auch nochmal Pins. Also wie gesagt, wenn ihr auf Pinsuche seid, vor allem neue Pins, lohnt es sich hier mal reinzuschauen. Hier gibt es auch Schlüsselanhänger. Kleine Mitbringsel. Kosten 6 Euro. Dann gibt es hier nochmal so ein Lanyard mit Pins von 2023. Das müsste eigentlich schon ein Sale sein. Dann gibt es hier so Buttons zum Kaufen. Buttons mit den Bösewichten. Und hier an der Kasse habt ihr, wie gesagt, meistens die neuen Pins und limitierte Pins. Disney Locana gibt es hier noch ein bisschen. So, hier sind noch die restlichen Pins. Und hier sieht man auch immer die Pin-Releases, in welchem Monat, also was rauskommt, an welchem Datum im Monat. Ja, und dann sind die auch meistens dann hier zu finden. Hier habt ihr noch ein paar Pins. Ich zoome mal ein bisschen ran. Preise sind auch wieder nach Farben sortiert. Jetzt komme ich hier mal ran. Auch wieder ganz viel Stitch natürlich. Stitch ist schon mal sehr beliebt. Hier noch ein paar Weihnachtspins. Attraktionen. Phantom Manor jetzt hier zum Beispiel. Hier haben wir Big Thunder Mountain. Tower of Terror. Walt Disney Studios Tower of Terror Pin. Pirates of the Caribbean. Dann haben wir wieder Stitch, möglichen Kostümen. Ich weiß jetzt nicht, was es gerade ist. Sieht irgendwie süß aus. Nochmal Stitch. Hier unten die Railroad ist es, glaube ich. Oder Big Thunder Mountain. Könnte beides sein. Ja. Auf jeden Fall süße dabei. Ich bin zum Glück nie auf den Pin-Trip aufgesprungen. Storybooks, da sind Brettspiele oder generell Spiele, so Bauklötzchen hier, so ich habe die hier von The Small World oder Big Thunder Mountain. Ein Puzzle von Tower of Terror, ein tausendteiliges. Ich habe hier so Quiz-Spiele von Marvel. Ich weiß nicht, was Double ist, keine Ahnung. Hier gibt es so einen Würfel, so einen Zauberwürfel. Nochmal hier so ein Questions, so ein Frage-Antwort-Spiel. Das hier, ich weiß nicht, was Double ist, kenne ich leider nicht. Dann hier auch nochmal ein Disney-Spiel, die sind leider auch, wie gesagt, auf Französisch. Nochmal ein Zauberwürfel von Marvel, glaube ich. Oder man weiß es nicht. Und hier nochmal Mandalorian-Double. Around the World. Sieht cool aus, muss ich sagen. So, was ist warum? Ich dachte, die Einladung ist auch auf Deutsch. Das, glaube ich, steht kein Text drauf. Das heißt, das kann jeder spielen. Also, egal welches. Begebt euch auf ein himmlisches Abenteuer. Erkundet die magische Welt von Disney in ihren Heißluftballons. Ja, ab 4 Jahren. Sieht doch echt süß aus, muss ich sagen. Kostet 45 Euro. Hier gibt es Star Wars Escape Game. Wahrscheinlich sowas wie ein Escape Room. Ja, gibt 3 verschiedene Geschichten. Aber leider nur auf Französisch. Dann haben wir hier das Schachspiel, wovon ich gesprochen habe. Was ich immer noch super schön als Deko finde. Puzzles und klassische Ohren könnt ihr ja auch kaufen. Postkarten gibt es hier auch zum Beispiel, wenn ihr welche mitnehmen wollt oder verschicken wollt. Hier zum Beispiel, die hier kostet 1 Euro. Gibt Stifte, 6 Stück für 12 Euro in verschiedenen Farben mit verschiedenen Attraktionen. Finde ich auch echt süß. Autogrammbücher. 10 Euro. Prinzessin-Autogrammbuch.
ich mal den passenden Stift dazu. Nochmal das Otto-Zahnbuch. Dann hier einmal Elsa Notizbuch. Bücher, sogar 3 Stück für 20 Euro. Hier nochmal Stifte. Das Dreier-Set habe ich ja vom 30. Geburtstag. 20 Euro. Und ja, hier so Stifte für, ich glaube, 6 Euro waren es. Ne, 8 Euro. Ja, und wir schauen uns nochmal die Decke an. Auf der anderen Seite. Hier haben wir Donald. Mit Tick, Trick und Track. Nach Büchern suchen, also echt süß. Und da seht ihr Chip und Dale. Ja, und das war mein Video hier aus dem Storybook Store. Wie gesagt, es lohnt sich immer hier mal vorbeizuschauen. Ist sowieso auf dem Weg zum Ausgang, direkt neben der City Hall. Also ja, schaut auf jeden Fall mal im Storybook Store vorbei. Dort könnt ihr auch den ein oder anderen Schatz finden oder auch den Pin, den ihr vielleicht in anderen Stores nicht gefunden habt, könnt ihr den vielleicht hier nochmal finden. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.